So, da bin ich wieder und wir schippern weiter zu unserem Punkt, der uns da angezeigt wird. Die Batterie ist halt fast leer. Ich bin halt echt gespannt, was da kommt. Du auch, Rufus, oder weißt du schon, was da passiert? Ich weiß halt null, weil ich... Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, dass ich mir keine Let's Plays oder Streams von Spielen angucke, die ich selber eventuell noch spielen will. Du hast keine Ahnung von dem Spiel. Hätte ja sein können, dass du es bei den Petis gesehen hast. Und das wäre halt dann schon... Ja. Dann wüsstest du natürlich ein bisschen was. So, die zwei sind auch schon wieder fertig. Also Kupfer haben wir mittlerweile gut weggebraten. Haben wir mittlerweile 25 Stück. Unser Mangobaum ist gepflanzt. Der braucht Wasser, sagt er. Dann bewässern wir mal. Meine Flasche mache ich wieder voll. Und wenn die Flasche voll ist, macht man natürlich das... Ich finde es immer noch blöd, dass ich da mein Wasser nicht rausholen kann. Da ist ein riesen Anker, aber da kann ich mein Wasser nicht rausholen. Das ist doof. Aber alle gut, alle gut. Vor allem, ich finde es halt cool, weil man es halt auch im Multiplayer spielen könnte. Weil, ja, zu zweit so eine Dingens managen, ist glaube ich auch was Lustiges. Hier müssen noch ein paar Planken rein, sehe ich gerade. So, Kokosnuss kann ich ja essen. So, immer wieder die Netze entleeren. Ich habe mich jetzt kurz vor dem Haken erschreckt, vor dem hier. So ein bisschen. Aber ich bin gespannt, was da jetzt dann kommt. So, wie weit haben wir denn noch? Also da muss ich schon mal kurz linsen. 440 Meter. Also bald müssen wir es sehen. Also sehr bald. So, ich will nichts trinken. Oder will ich was trinken? Ich will was trinken. Mache ich mich mal wieder voll hier. So, aber das geht auch relativ schnell mit dem Wasserreiniger. Ja, Rufus, ich hab es wieder getan. So, das wird hier nicht mehr reinpassen. Nein. Oh, doch, hat reingepasst. Nee, hat's nicht. So. Aber wir schwimmen immer noch quer. Das ist genau die Richtung, die ich so angehabt habe. Bayern und das N-Wort. Ja, ja, schon recht. Schon recht. Hab dich auch gern. So, Kupferdinger weg. Holzbalken werden auch schön langsam. Schrott haben wir auch zu Genüge. Ja, die Kiste füllt sich. Ein Mango hätten wir noch. Also hätten wir drei Mangos. Palmsamen habe ich drei Stück. Also könnte man eine Palme bauen. Also anpflanzen, nicht bauen. Anbauen halt. So, nochmal gucken. 307 Meter. 307 Meter. Du und mich gerne haben. Ja, mehr oder weniger. Eher weniger ist mehr. So. Ja, gut, Du hast drei Mangos, mehr als Team Pete's Meat. Joa, komm vor. Och, komm, hi. Muss da denn sein? Ich glaube, ich kann verstehen, wieso, dass man irgendwas aus Metall dahin baut. Als Außenrahmen. Oh, reparieren. Eieiei. Man kann ja... Ach, da kann man rundherum bauen aus Metall. Ja, gut. Wenn das so... Oh, das Ding wächst. Das Ding ist riesig. Da schält sich was aus dem Nebel. Da schält sich was Großes aus dem Nebel.
Siehst du das, Rufus? Siehst du das? Das gelobte Land. Die schlechten Tage sind vorbei. Wir versuchen ein bisschen besser drauf zuzuhalten. Ein bisschen hier rüber lenken. Aber das könnte das sein. Ja, das ist es. 161 Meter, die Entfernung allein schon. Sieht aus wie Atlantis. Naja, nicht ganz, aber... ein bisschen was hat es auf alle Fälle. So. Einige Rübchen gegessen. Alles gut. Joa. Schön, schön. Ich bin gespannt, was wir da alles finden. Ich hoffe auf keine Gegner. So, das sammelt mal ein. Perfekto. Der Hai ist auch schon wieder am Start. Gegner wären mal cool, ja. Ja, ja, nicht wirklich. bin ich jetzt nicht so der Fan von. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Geh mal schlafen. Ja, erstmal Anker werfen und so. Das wäre so der Plan meiner Pläne. Ich muss weiter rüber. Mensch. Wartet. So. So ungefähr. Das gefällt mir. Nee. Und noch ein Stück. Und dann passt es. Dann habe ich den Anker geworfen. Ich gehe mal schlafen. Dann ist gleich wieder Tag. So. Dann versuchen wir mal darüber zu kommen. Aber erstmal die wichtigen Sachen hier weglegen. So, das ist ja schon mal fertig. Dann können die zwei Kupferdinger wieder wupp, hier rein. Meine Holzbalken kommen hier rein. Das kommt rein. Seile habe ich hier mittlerweile so ein kleines Depot angehäuft. Hier Plastik, ohne Witz. Randvoll. Randvoll ist das Zeug. Und hier die Blätter packe ich auch mal hier rein. Kokosnüsse. Ich muss mich hier schon richtig vorbereiten. Also ich nehme auf jeden Fall die Rüben alle mit. Die Kartoffeln muss ich bald mal backen. Und der Baum wächst. So, ist schon mal... ich sehe da schon den Mango hängen. Aber die muss halt noch ausreifen. So, dann geht's auf rüber. Aua, natürlich greift mich der Hai instant an. Da ist sogar ein Stückchen schon unter Wasser gegangen. Also ich werde mal das unter Tage mitnehmen. Hier liegt ein Speer, kann ich den nicht mitnehmen. Ich werde aber trotzdem... also hier sind schon mal, ja, Rohstoffe in Anführungszeichen, die hier rumliegen. Was ich alle mitnehmen kann. Aus den Kisten kann ich irgendwie nichts machen. Ja gut, ist halt so. Gut. Hätte ja sein können, dass ich das Zeug zerdeppern kann. Hier komme ich nirgends rein. Hier liegt auch nichts für mich. Also das ist, sieht aus wie so eine verlassene Bohrinsel. Da kann man ja drauf hoffen, dass mein Bötchen noch halbwegs steht. Hier ist ein Funkgerät, ein paar Schriebstücke. Hinweis aufnehmen. Notiz hinzugefügt. Boah. Januar, ich wünschte, ich wüsste, wo wir waren, dass wir einen Ort hätten, auf dem wir hinweisen könnten, außer dem Funkturm in der Ferne. 12, 16, 8... scheiterten heute nach 3 Tage Testzeit. Ja, MGs Vorlesekunst, ich weiß schon. Der Kern des 16er brannte so heftig und schnell, dass er sich direkt durch das nassen Schacht fraß. Seine Nutzlast sank in den Ozean. Heiß genug, um 100 Jahre lang zu brennen.
Sparov überprüft die Strahlungswerte, die bei jedem Test freigesetzt werden. Sie sagten, sie werden sie in Schutzräumen benutzen. Wir könnten das in Ordnung bringen, sagte sie. Und das Verrückteste ist, wir waren uns einig. Wir vier erschöpften Bürogummis würden die Welt retten. Oder was davon übrig geblieben ist. Februar. Es stellte sich heraus, dass Wären uns verpfiffen hat und es die Verantwortlichen wütend machte. Sie müssen gewusst haben, dass wir sie beim Arbeiten am 12er und 24er hinhalten. Diese Dinge geben so viele Strahlung ab, dass sie um Himmels Willen grün verbrannten. Außer, dass sie sie trotzdem genommen hätten? Sicher. Sicher, Obel und ich haben uns gestritten, aber dieser Haufen Sportler hat uns einfach herumgeschubst. Sparov und Reaktor 8 nehmen sie auch mit. Schließlich wusste Wären, dass sie die einzige war. Ja, ich frag mich auch gerade, die Intelligenz hatte, sie am Laufen zu halten. Sie ließen uns auf die Reaktorprüfplattform zurück und sprengten dann die Fundamente. Das Wasser stieg langsam an. Obi denkt, wir sollten ihn hinunterlassen. Ich wünschte, ich wäre nicht einverstanden mit ihm gewesen. Okay. Das ist die erste Seite. Das ist halt von dem jetzt, von dem Punkt, wo wir gerade hingeschippert sind. Vom 6423. Ich glaube, das stand auch bei dem Ding dort. Irgendwie so. So, ich trinke auf jeden Fall was. Ist halt sehr verworren geschrieben. Sehr rätselig. Mal gucken. Gut, dass ich mir was zum Essen mitgenommen habe. So, ich werde aber hier weiter erkunden. Das ist auf jeden Fall klar wie Kloßbrühe. Man kann sicherlich noch ein Stück hier hoch. So, hier können wir noch ein bisschen Schrott aufsammeln. Nehmen wir alle mit. Ich glaube, das wird erst generiert, wenn du die Zahl drückst. Irgendwie so. Das Boot interessiert mich nicht. Hier komme ich nicht hoch, oder wie? Ich bräuchte eine Leiter oder sowas. Gibt es hier sowas? Ach, hier kann man hoch. Okay, hab's gefunden. So, bin oben. Was war denn das jetzt? Aha. So, hier ist eine Kiste. Boah, hier war schon ein bisschen was drin. Gemüsesuppe. Weiß ich nicht, hatte ich die schon? So, wie komme ich weiter? Man kommt auf jeden Fall da auch hoch. Okay. Also muss ich hier wieder runter. Ich weiß nicht, ob ich Fallschaden bekomme oder nicht. So, hier kann man hoch. Also da wurden sich schon Wege gebaut in der Postapokalypse hier. Hinweis nehmen. Noch ein Hinweis. Gucken wir mal. So, Tage. 8. Januar. Der Notruf wurde empfangen, Trace. Da stand was an der Wand. Ja, schaue ich mir gleich nochmal an, Rufus. 9. Januar. Erstellung des Berichts. Sprache unbekannt. Malaiisch? Fragezeichen. Hol? Tarigan. 2. Februar. Kom ist tot. Schüsse in der Ferne. Tangaroa. 4. Februar. Jemand spricht Malaysisch. Zu schnell, um es zu verstehen. Kota Yanka. 6. März. Taringa fand einen trockenen Ort. Wir gehen. Das Wasser.
Wasser steigt und es fehlen uns ein paar Plätze. Es tut mir leid. 8. März. Mike, wenn du das liest, geh nach Balboa, sofern es immer noch über Wasser ist. Es gibt Vorräte und Speisen. Okay. Servier. Ich hoffe halt, dass ich hier nichts übersehe zum Mitnehmen. Das wäre halt echt bitter. Ich finde es mit den Hinweisen sehr interessant. Ich gehe mal hier hoch. Da hinten liegt was, oder? Nee, sah nur so aus. Die Wand schaue ich mir an, nicht zu vergessen, das wird gemacht. So. Kann ich hier hochklettern? Nee, wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Aber irgendwie... Irgendwie muss ich hier hochkommen. Aber wie ist die Frage? Alter. Kommen jetzt meine Parkour-Skills raus? Alter, ich bin rübergekommen. Man glaubt's nicht. Wie komme ich da jetzt rüber? Ein beherzter Sprung da. Ja, die Welt wurde überflutet. Jetzt, aus welchem Grund ist halt die Frage. Es steht was von dem Reaktor drin. Mit Tests und keine Ahnung. Also ziemliche Verschwörung hier, was am Start ist. So, dann habe ich jetzt hier... War ich in jeder Räumlichkeit. So, da steht... Took boat, won't be back. Achso, die haben ein Boot genommen und sind weg. Okay, war mir irgendwie klar. So, es war unten noch was unter Wasser, ein Stückchen. Stand noch mehr an der Wand oder hast du nur das gemeint, Rufus? Nicht, dass ich hier was übersehe. Also du kannst mir hier ja live über die Schulter gucken. Deswegen kannst du ja dann noch mitmachen. Du kannst doch niemals der einzige Mensch auf der Welt sein. Nee, das nicht. Die Wand im Erdgeschoss. Okay, ich gehe gleich runter. Hab nur ein bisschen Durst. Die Wand im Erdgeschoss. Also hier meinst du? Du bist sogar dagegen gesprungen. Coach, a shark. Shark named Bruce. Gut. Der Hai heißt Bruce. Ist ja auch nochmal, ist auch schon mal was. Jo, gute Nacht. Träum was Schönes. Penn dich aus. Noch was anderes, okay. Bruce, you bastard, I got you. Okay, der Hai heißt Bruce. Und er wurde erwischt. So, Robbie Boat's Gun. Bastard Shark is after me. Aha, gonna stay here until I find a way off this place, Mike. Aha, da steht eigentlich sehr viel an den Wänden. Ob es halt nützlich ist oder nicht, ist halt die Frage. So, noch irgendwas, Rufus, oder? Oder habe ich mich da jetzt ausgetobt? Mike ist noch da? Ja, pff. Irgendwie schon.